Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem weiteren meiner Videos. Heute soll es mal nicht um eines der üblichen Microsoft-Themen gehen, sondern um etwas aus dem Bereich Kfz. Und zwar möchte ich euch am Beispiel eines Skoda Fabia 2 zeigen, wie ihr einen Haubenlift in euer Fahrzeug einbauen könnt. Das Ganze möchte ich euch zeigen am Beispiel des Haubenlifts von Milotec, dem Liftomat. Ihr könnt den an verschiedensten Stellen im Internet bestellen. Ich habe das Ganze bei skodatuning.de getan. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber da habt ihr gleich eine passende Bezugsquelle für das ganze Teil. Hier im Foto seht ihr gerade den endgültigen Zustand, wie das Ganze dann eingebaut aussieht. Ich zeige euch hier noch gleich ein, zwei Detailfotos und danach geht es auch direkt schon los mit dem eigentlichen Einbau. So, als allererstes muss ich mir natürlich hier die Motorhaube meines Fabias öffnen, noch mit der alten Feststellung arretieren und dann als nächstes natürlich das Päckchen mit dem Liftomat entsprechend auspacken. Ich habe dabei natürlich gleich kontrolliert, dass auch alle Teile vollständig da sind. Hier sollten wir im Wesentlichen einmal den Haubenlift selber, also diesen Gasdruckdämpfer, dazu so einen Metallwinkel und ein paar Muttern und Unterlegscheiben finden können. Die Anleitung solltet ihr dabei unbedingt auch kurz konsultieren. Dabei werdet ihr zum Beispiel einen Hinweis finden, dass man vor dem Demontieren der Halterung an der Haube deren Position unbedingt mit einem Bleistift markieren soll. Und das würde ich euch wirklich auch empfehlen. Dann habt ihr es später leichter, die Haube wieder in ihrer alten Position zu fixieren. Als nächstes habe ich hier kontrolliert, dass dieser Winkel, der hier dabei ist, dieser schwarze, auch tatsächlich an der Stelle, wo er angebracht werden soll, passt. Insbesondere, dass natürlich die Bohrlochabstände genauso sind wie im Original, weil hier will natürlich jetzt keiner mit der Bohrmaschine an seinem Fahrzeug irgendwie neue Gewinde bohren oder sowas. Solltet ihr also auch einmal kurz kontrollieren. Als nächstes, wie gesagt, diese Position von diesem Stück Blech, dieses Stahlblech, was an der Haube dran ist, wo der das Scharnier sozusagen die Haube festhält, mit dem Bleistift markieren. Wenn ihr da einen schönen weichen Bleistift nehmt, ist das auch kein großes Problem. Ist er da euch irgendwie den Lack beschädigt oder so? Von Edding oder sowas würde ich natürlich abraten. Ihr könntet theoretisch auch ein Stück Kreppband nehmen zum Kleben. Das würde auch funktionieren. Dann braucht ihr einen Torx-Bit und zwar mit T40. Um die entsprechenden Schrauben hier zu lösen. Ich habe mir einen langen Bit genommen, es geht natürlich auch ein kurzer, das ist auch kein Problem. Entsprechende Ratsche dazu und dann kann man hier diese beiden Schrauben lösen. Aufpassen, der Hersteller empfiehlt das Ganze mit einem zweiten Mann zu machen, um die Haube dabei festzuhalten. Ich fixiere mir die Haube hier mit meinem Kopf, ihr könnt das vielleicht im Bild leicht erahnen. Das geht auch relativ gut, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat. Da müsst ihr natürlich dann schön aufpassen, dass ihr nicht gleichzeitig beide Schrauben lose macht und euch dann die Haube irgendwie entgegenkommt. Ich habe also hier die erste Schraube gelöst und schraube jetzt gleich wieder dieses Halteblech leicht an. Also ich nehme im Prinzip die Schraube, stecke die durch das Halteblech, habe das Halteblech dann quasi mit der Schraube ganz grob fixiert, nur dass einfach die zweite Schraube, wenn ich die löse, dann nicht mehr quasi die Haube komplett löst, sondern damit eben die erste Schraube dann schon wieder ein bisschen Halt gibt. Als nächstes löse ich dann eben die zweite Schraube. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter, wenn dieses Stückchen Blech, dieses schwarze, schon dann mit da drauf ist, weil es natürlich auch ein bisschen im Weg ist. Aber auch da mit ein bisschen Geschick werdet ihr da relativ gut zu einem Ergebnis kommen. Hier jetzt eben wieder mit dem Kopf oben die Haube fixiert. Ihr könnt das, wie gesagt, mit dem zweiten Mann natürlich wesentlich leichter haben. Dann müsst ihr auch nicht so wie ich dann hier ewig an dieser zweiten Schraube fummeln, bis ihr die aus diesem Loch raus habt, weil sich das Ganze so ein bisschen verkeilt und verkantet. Thank you.
So, dann wird natürlich auch die zweite Schraube hier wieder eingeschraubt und dann werden beide Schrauben mal schon mal so ein bisschen grob vorfixiert. Ich habe da einfach das Bitstück genommen und die ganze Sache ein bisschen reingeschraubt. Dann natürlich mit der Ratsche entsprechend noch festgeschraubt, klar. Macht es vielleicht am Anfang nicht zu fest. Erstens, ihr wisst, nach fest kommt ab. Und zweitens, ihr müsst eventuell dann nochmal ein kleines bisschen korrigieren. Das werdet ihr dann merken, wenn ihr die Haube das erste Mal schließt, ob die da sitzt, wo sie hingehört, oder ob sie eben nochmal ein paar Millimeter in die eine oder andere Richtung bewegt werden soll. Und deswegen würde ich an der Stelle jetzt noch nicht zu viel Druck auf die Schrauben aufbringen, sonst müsst ihr das nachher nur wieder mit viel Kraft lösen. Ja, dann muss hier unten am vorderen Teil des rechten Kotflügels die andere Torx-Schraube gelöst werden. Das ist jetzt eine Torx 30. Oben war es eine 40, unten eben eine 30. Hier ist es auch völlig unproblematisch, da fällt nichts ab oder so, wenn man die Schraube löst. Das ist nur eine von vielen, die eben den Kotflügel hält. Nachdem ihr die Schraube gelöst habt, da werdet ihr merken, sind zwei kleine Unterlegscheiben mit drunter. Passt da auf, dass die nicht irgendwie verloren gehen. Ihr werdet die zwar jetzt nicht unbedingt sofort wieder brauchen, aber für den Fall, ihr wollt das Fahrzeug mal irgendwann wieder in den Originalzustand zurückbringen, dann braucht ihr natürlich, oder solltet ihr natürlich diese Unterlegscheiben nach Möglichkeit noch haben. So, der Hersteller empfiehlt, die verzinkten Teile mit Fett einzureiben sozusagen oder mit Fett zu behandeln. Das mache ich hier auch, denn sowohl die beiden Bolzen vom Haubenlift als auch die Unterlegscheiben und die Schraube Mutter sind nur aus verzinktem Metall und deswegen müssen wir da eben entsprechend vorsorgen, dass da nicht der Rost ansetzt. Deswegen schön großzügig mit ein bisschen Fett das Ganze einarbeiten. So, dann wird als nächstes gemäß Anleitung mit der großen Unterlegscheibe, ja, ihr habt zwei Stück dabei, ihr braucht hier die große, mit der großen Unterlegscheibe der Haubenlift unten befestigt und zwar mit dem Gasdruckende sozusagen. Also ihr habt einmal ein Ende, wo das dünne Teil rauskommt und einmal eben, wo die eigentliche Gasdruckfeder sitzt. Die kommt nach unten, die Gasdruckfeder. Die wird da entsprechend eingesetzt. Ich habe das mit der Hand ein bisschen vorgeschraubt. Danach braucht ihr, wenn ihr das ein bisschen eingedreht habt, als nächstes einen 10er Maulschlüssel und mit diesem 10er Maulschlüssel könnt ihr das Ganze dann entsprechend festziehen. Das ist ein bisschen fummelig, weil der Maulschlüssel eigentlich schon fast ein bisschen zu dick ist, um unter dieser Gasfeder da noch vernünftig ranzukommen. Aber das geht dann schon irgendwie, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. So, dann habe ich hier mal versucht, den Haubenlift schon in die Halterung oben einzusetzen. Dabei sind zwei Dinge aufgefallen. Zum einen musste ich meinen ein Stückchen drehen. Also der Haubenlift lässt sich in sich drehen, sodass dieser Bolzen, der da oben dran sitzt, eben nach rechts zur Seite raus zeigt und nicht wie bei mir ursprünglich gerade weg nach unten. Und ihr werdet auch sehen, dass die Gasfeder eigentlich ein Stück zu lang ist. Ihr könnt das versuchen, ihr werdet die nicht zusammengedrückt kriegen, da steckt einfach viel zu viel Druck drauf. Der Trick ist einfach, ihr müsst die Motorhaube aus ihrer Arretierung lösen, mit der einen Hand natürlich die Haube dabei festhalten und jetzt die Haube einfach noch weiter öffnen und schon passt auch dieser Bolzen durch das entsprechende Loch in dem schwarzen Stahlblech. Ich habe das hier einmal nur kurz lose reingesetzt, das hat sich durch den Druck ganz gut gehalten und dann eben entsprechend mit dem zweiten Beutelchen, da drin findet ihr zwei Unterlegscheiben und die entsprechende Mutter, das Ganze fixiert. Ich habe die kleinere Mutter, das ist in der Anleitung nicht ganz zu erkennen, die kleinere Mutter direkt auf den Bolzen wieder aufgesetzt, sozusagen als Distanzscheibe, damit wenn ich den Bolzen dann festschraube, ich nicht mit dem Bolzen gegen das Stahlblech arbeite und dort den Lack beschädige, sondern eben dann die sich mitdrehende Scheibe darunter habe. Und die größere der beiden Scheiben habe ich dann eben benutzt, außen drauf auf dem Stahlbolzen, um dort die Mutter dann entsprechend zu befestigen. Die Mutter ist so eine Stoppmutter, ja, da ist so ein Stückchen Gummi drin. Ihr könnt die mit der Hand ein Stückchen vordrehen, aber weit kommt er da nicht. Ihr braucht dann als nächstes dort ein 10er Schlüssel. Ich habe es hier mit meinem Ratschenringschlüssel versucht, da bin ich nicht rangekommen. Dafür war einfach zu wenig Platz. Kann man zwar ein kleines bisschen vorarbeiten, aber relativ bald ist der Platz dann dort eben nicht mehr ausreichend. Dann habe ich mir eben als nächstes den passenden Ratschenschlüssel genommen mit einer 10er Nuss. Na, ich habe als allererstes hier zu einer 10er Langnuss gegriffen und habe es damit einmal versucht. Hier jetzt wieder ein bisschen die ganze Haube entlastet,
damit ich einfach da oben ein bisschen arbeiten kann, weil wenn die Haube mit Last auf den Bolzen drückt, dann kann man da wenig bewegen. Allerdings bin ich mit meiner 10er Langnuss hier auch im Prinzip gar nicht rangekommen und musste deswegen die Nuss nochmal entsprechend austauschen. Habe es dann mit einer normalen 10er Nuss gemacht, ging auch wunderbar. Ihr seht, der 10er Maulschlüssel steckt als Konterschlüssel im Prinzip hier drin, um gegenzuhalten, weil sonst würde sich der Bolzen einfach mitdrehen. Das bringt ja dann nachher nichts. Man muss den dann aber rechtzeitig wieder rausnehmen, weil sonst hat man das Problem, dass man den im Prinzip mit beim Anschrauben verklemmt, also festschraubt, kriegt man ihn dann später gar nicht mehr raus. Auch hier denkt dran, ne, nach fest kommt ab. Das ist nur ein relativ schmaler Bolzen. Wenn ihr damit zu viel Kraft und vor allem mit einem großen Schlüssel arbeitet, dann besteht das Risiko, dass ihr das wegbrecht. Also deswegen da ein bisschen behutsam sein. Gut, dann ist es jetzt auch quasi schon soweit. Der Haubenlift ist montiert und wir können einmal testen, ob sich die Motorhaube auch entsprechend öffnen und schließen lässt, dass der Lift also auch seine Arbeit tut, wie er soll. Danach soll natürlich der Originalstab, der hier die Motorhaube normalerweise arretiert, weg. Den will ich da ja nicht mehr rumschlackern haben und deswegen entferne ich mir den hier entsprechend. Da brauche ich im Prinzip nur einmal den aus seiner Halterung nehmen und dann hat er im oberen Bereich so ein Stahlgestänge, was durch eine Kunststoffkappe durchgeht. Und aus dieser Kunststoffkappe muss ich im Prinzip diesen Stahlbolzen oder diesen Stahlstab herauslösen und dann aus der Öffnung herausführen. Ich habe das hier einmal erstmal ja, probiert, wie das Ganze funktioniert und ihr werdet dann gleich sehen, nochmal in einem Detailvideo, wie das Ganze dann auch wirklich im Detail funktioniert, damit ihr das auch nachmachen könnt, ohne dabei irgendwas kaputt zu machen, denn diese Kunststoffkappe, die hat natürlich das Risiko, dass sie einfach wegbricht. Ja, also ich seht, ich greife hier zum Handy, um euch eben, wie gesagt, hier nochmal ein kleines Detailvideo zu machen. Das seht ihr jetzt links oben eingeblendet. Na, da sieht man jetzt wunderbar hier diese Kunststoffkappe. Durch die geht dieses Gestänge einfach hindurch und ihr müsst jetzt im Prinzip diese Kunststoffkappe nach oben weg von diesem Gestänge weglösen. Na, ihr seht, unten ist das offen und wenn man das nach oben wegdrückt, dann löst sich das. Das geht hier mit einer Hand nur leider nicht ganz so wunderbar, wenn man dabei noch das Handy festhält. Mit zwei Händen geht das viel leichter. Also nach oben wegdrücken und dann kann ich diesen Stahlstab nach rechts rausziehen aus der Kunststoffkappe und dann ist im Prinzip auch der erste Teil von dieser Halterung hier schon demontiert. Als nächstes muss natürlich hier diese Kunststoffkappe noch weg. Diese Kunststoffkappe habe ich in meinem Fall jetzt mit einer kleinen Spitzzange, mit einer Radiozange gelöst, indem ich eine von den dreien Haltenasen ganz leicht eingedrückt habe und dann dabei die Kappe nach außen entnommen habe. Ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz, wie die Kappe aussieht. Ne? Seht ihr diese drei Haltenasen und die müssen da eben zusammengedrückt werden. Hier seht ihr auch nochmal, wie dieser Stahlstab in dieser Kappe drin sitzt. Ne? Wie gesagt, unten ist die Kappe offen und da muss er entsprechend raus. Und wenn man da rausgedrückt hat, dann kann man ihn schon auch aus diesem Loch heraus entnehmen. Passt auf, dass er das nicht mit zu viel Gewalt macht. Das geht eigentlich relativ leicht. Ja. So, als nächstes wird hier nochmal alles nachgezogen. Also das heißt also einmal unten mit dem 10er Ringschlüssel oder mit dem 10er Maulschlüssel. Ringschlüssel wird schwierig. Mit dem 10er Maulschlüssel der untere Teil am Kotflügel nochmal nachgezogen. Da kommt man relativ gut ran an die ganze Geschichte und dann eben auch nochmal kontrolliert, dass das Ganze nicht zu sehr arbeitet, wenn man also hier die Haube öffnet oder schließt. Na, wir wollen ja auch nicht, dass es da über lang oder kurz uns den Bolzen aus dem Gewinde rausreißt. Und das gleiche mache ich auch oben nochmal nachziehen, dass das Ganze entsprechend so fest ist, wie man das haben möchte. Dann kann ich hier die beiden T40 Schrauben festziehen, wenn ich mich vorher vergewissert habe, dass die Haube auch so schließt, wie ich das möchte, also auch keine Spaltmaße irgendwo sind, wie ich sie nicht haben will. Wenn ihr das noch nicht getestet habt, macht das, bevor ihr das festzieht. Ja, und dann kann ich hier auch meine Haube entsprechend öffnen und schließen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr seht das hier im Video, das passt eigentlich ganz gut. Jetzt passt auf, wenn ihr die Haube das allererste Mal öffnet, dass es euch nicht so geht wie mir. Ich habe hier die Haube quasi einmal bis zu dem Punkt geführt, wo sie selber sich hochdrückt und habe sie dann einfach losgelassen. Und ihr könnt das ja wunderbar sehen, die schlägt dann quasi einfach oben gegen den Totpunkt, wo dann Ende ist. Und durch das Gewicht der Haube und die Kraft, die der Haubenlift mitbringt, wippt die dann ganz schön ordentlich nach. Das sollte man sicherlich nicht zu oft machen, sonst hat man irgendwann da das Problem, dass entweder die Schrauben ausreißen oder eben irgendwas anderes kaputt geht. Ja, also deswegen führt die Haube so weit nach oben,
wie ihr mit der Hand rankommt und lasst dann den Rest einfach so stehen. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, Haubenlift funktioniert. Einbau ist eigentlich ganz einfach. Es geht auch alleine, wie ihr gesehen habt. Das soll es dazu gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.